So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video Way of the Hunter. Ja, wir gehen heute wieder ein bisschen spazieren auf der neuen Afrika-Map. Ich habe eben gerade hier in meiner Hütte mein 5-Sterne-Gnu mal platziert. Ja, das ist wirklich schon ein sehr, sehr schönes Exemplar. Das ist jetzt ein Diorama aus theoretisch 3 Gnus. Also 2 müssten wir noch schießen. Entweder 5 oder 4 Sterne, mal sehen. Und dann machen die hier, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Sehr, sehr schön. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Let's go. Darf ich hier raus? Ja, sehr gut. Schön. Ich war bis jetzt nur einmal in dieser neuen Afrika-Hütte. Ganz am Anfang, wo ich die Map rauskam. Aber es ist schon... ist schon eine schöne kleine Villa. Doch, gefällt mir. So, ich gehe heute mal einfach mal in die Richtung. Einfach mal über die Zäune drüber hinweg. Darf ich gar nicht, oder? Na, schade. Okay, also müssen wir außen rum. Ich finde, die Afrika-Map ist auch eine sehr, sehr gute Map, um einfach mal querfeld einzugehen und nicht nur den Flüssen zu folgen. Weil auf den anderen Maps bin ich immer den Flüssen gefolgt. A, weil da viele Tiere immer trinken. Und B, weil meistens am Fluss hat man eine gute Einsicht auf die Tiere. Also man kann weit schauen und sich vernünftig annähern. Weil die meisten Gebiete dann um die Flüsse drumherum sind Wälder auf den anderen Maps. Und in Wäldern ist das halt immer sehr, sehr schwierig, gerade bei scheuen Tieren und so, sich da wirklich vernünftig anzunähern. Und das hat man halt hier nicht. Darum kann man hier sehr, sehr gut einfach querfeldein die Map erkunden, ohne sich an den Flüssen zu orientieren. Da unten haben wir ein Wasserloch. Vielleicht trinkt da was. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Da haben wir in 300 Meter Entfernung Warzenschweine. Können wir auch mal hingucken. Die Gruppe scheint auch schön groß zu sein. Mindestens 5 Tiere. Vom Wind her sieht es sehr, sehr gut aus. Da ist ein ausgewachsenes Weibchen. Ein erwachsenes Männchen mit einem Stern. Ja, das Männchen hier vorne. Das nehme ich jetzt. Pro Hunter 2. Geladen und entsichert. Wir nullen auf 150 Meter und versuchen einen Herztreffer. Der ist noch ganz gut unterwegs, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich ihn tödlich getroffen habe. Ja, das sieht gut aus. Mittlere Menge. Rosa und Luftblasen. Top. Jetzt müssen wir nur noch die Spur verfolgen. Ist aber noch sehr weit gelaufen, das Schweinchen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir direkt vor unserer Nase eine Gruppe Weißschwanzgnus. Der ist ausgewachsen, hat 2 Sterne. Ist jetzt nicht wirklich was krasses dabei. Höchstens der da. 127 Meter. Ich versuch's mit der Pro Hunter 2. Das sah gut aus. Und wir suchen mal das Schwein weiter. So, ich habe das Schwein gefunden. Endlich. Ich glaube, ich habe 5 Minuten jetzt gesucht. Ey, krass. So, linker Lungenflügel. Rein da. Energie sieht sehr gut aus. Und Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 1 Stern. Und hatte ein Potenzial von 53,71. Schön. So, jetzt suchen wir uns das Gnu nochmal raus. Hier habe ich es geschossen. Und das ist auch mittlere Menge rosa. Sehr nice. Schönes Ding. Müssen wir halt nur die Blutspur wiederfinden. Ey, das ist jetzt wirklich schwierig. Ist das hier eine Blutspur? Nee, das ist ein Hufabdruck. Das sind auch Hufe. Oh, hier haben wir Blut. Hier ist Blut. Sehr schön.
Ja, wir haben sie wieder gefunden, die Spur. So, schön in den rechten Lungenflügel. Energie sieht sehr gut aus. Jagdwertung 5 von 5, Trophäenwertung 2 Sterne. Und er hatte ein Potenzial von 54,86. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, ein Kaffernbüffel. Sieh mal einer an. Da ist ja unser nächstes Ziel. Schön, ich habe noch keinen Büffel geschossen auf dieser Map. Das ist, glaube ich, dann mal die Chance. Habe ich schon Büffel geschossen? Ich glaube doch, doch, ich habe schon Büffel geschossen. Aber das ist jetzt mal die Chance, die größere Waffe rauszuholen. Das da hinten sind keine Büffel, ne? Wir müssen jetzt mal so ein bisschen gucken. Ist das nur ein einzelnes Weibchen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, da sind noch andere. Da ist einer dabei, der ist erwachsen, hat einen Stern. Der da. Das wäre vielleicht ein gutes Ziel. Bis jetzt ist er noch ruhig. Jetzt ist er alarmiert. 130 Meter, ich versuch's mal. Er geht nämlich. Nee, wir müssen noch warten. Wir müssen auf eine bessere Position warten. Ich gehe mal hier in den Hügel hoch, dann habe ich wahrscheinlich eine bessere Sicht. Ja, das ist doch viel, viel besser. Och, Mensch. Digga. Was tut er? Er weiß genau, wo die Büsche sind. Stellt sich genau in Deckung. So, jetzt. Ich hab dich. Ich hab dich. Mal sehen, ob der gut war, der Schuss. Ich weiß nicht. Der hat ein bisschen wenig Feedback gegeben. Ah, war ein bisschen viel wenig Feedback. Ich hab nur spitz geschossen. Spitz darf man nicht schießen, aber breit. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir gucken mal. Oh, hier vorne. Kleine Menge Rot, klar, Tier überlebt. Nein. Okay, ich habe eine Scheiße getroffen. Wir können versuchen, über den Hügel zu gehen und vielleicht sehen wir nochmal. Also wenn ich ihn jetzt nochmal erwische und er sollte drauf gehen, will ich sehen, wie die erste Kugel, wie die sich verhalten hat. Weil ich war eigentlich ziemlich nah dran mit einer ziemlich kräftigen Waffe und habe spitz geschossen. Also eigentlich müsste die irgendwo in einem lebenswichtigen Organ hängen geblieben sein. Also, ich sehe bis jetzt noch nichts. Oh ja. Da ist er doch. Der Gute. So, also, ich habe ihn wiedergefunden. Und ich versuche gleich mal den nächsten Schuss. Wenn er wieder hochkommt, schieße ich ihn so quer rein. Ja, es ist nicht das Beste. Ist nicht der beste Winkel, aber ich versuch's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Oh! Oh, oh mein Gott. What the fuck? Das hatte ich ja noch nie in dem Game. WTF, die sind alle auf mich zu. Okay. Krasses Pferd. Ich irgendwie hier. Pin setzen? Ja. Alter.
Okay, das ist mir ja noch nie passiert. Ich dachte so, warum brüllt denn er so? Ist das sein Schmerzensschrei? Aber nee, das waren die ganzen anderen, die auf mich zu. Und ich habe noch einer Kuh, habe ich noch vorne einen mitgegeben, direkt spitz. Aber, boah. Das hatte ich ja noch nie. Leute. Das war Blutrache. Und hier vorne laufen sie noch rum. Die suchen mich noch wahrscheinlich. Die denken sich, ja, der kommt bestimmt gleich zurück. Wenn ich die scannen dürfte, würde er bestimmt aggressiv stehen. Erschrocken. Aha, okay. So, jetzt heißt es, die Leiche wiederfinden. Aber ich glaube, ich bin den Hügel hier hoch. Und von da aus habe ich dann geschossen, ne? Also. Oh, hier ist auf jeden Fall rosa Blut. Verfolgen wir mal die Blutspur, würde ich sagen. Ach, da liegt er. Ah ja, sehr gut. So, ich habe ihn wiedergefunden. Schauen wir uns den Bengel mal an. Der hat ja noch den einen Schuss, wo ich nicht verstanden habe, warum der nicht tödlich war. Der hat nur einen Schuss. Okay, der hat nur einen Schuss. Das ist den ich geschossen habe. Ach nee. Das ist das Tier, was ich vorne spitz getroffen habe, weil es mich angegriffen hat. Lol. Rechter Lungenflügel. Ja. War ein Weibchen. Okay, verstehe. Lol. Also muss der andere muss hier irgendwo noch liegen. So. Erster Schuss. Oh, der war zu niedrig. Ja, verstehe. Der hat Energie verloren an den Rippen. Hm, verstehe. Und er ist so unter der Lunge durchgeschrammt. Schade. Okay, zweiter Schuss dann. Ins Fleisch. Und das hat ihn getötet? Okay. Okay. Jagdwertung 4 von 5, ja, weil ich zweimal drauf geschossen habe und zweimal Scheiße getroffen habe. Kinetisches Potenzial 57,99 und Trophäenwertung 1 Stern, tja. Aber ich habe ihn wiedergefunden und ich habe ihn auch wieder geschossen und getötet. Tja, also gerade finde ich nicht so wirklich was Gutes. Hier ist ein junges Warzenschwein und ein Weibchen dazu, aber mehr auch nicht. Da vorne war ein junger Kaffernbüffel, alles jung. So, hier vorne habe ich jetzt eine Herde Gnus gefunden. Und die sind da in allen möglichen Farben vertreten, ne? Also da werden junge, alte und sehr alte dabei sein. Mal sehen, ob wir da was Gutes scannen können. Bis jetzt kann ich sie noch nicht scannen. Aber da wird was dabei sein, auf jeden Fall, was wir schießen können. Also der hier vorne, ausgewachsen ein Stern, der wäre, glaube ich, ganz gut. Oh, ausgewachsen, 4 Sterne. Der könnte was für meine Lodge sein. Nice. Das ist der ganz hier vorne. Ausgewachsen, 4 Sterne. Jetzt legt er sich hin. Ich bleib mal auf 200 Meter. Er liegt da. Den hätte ich gern. Ausgewachsen 4 Sterne hätte ich gern für meine Lodge. Der kommt gleich neben den anderen. Tja, ob ich schon drauf schieße? Oder noch warte, bis er aufsteht. Ich warte, bis er aufsteht. Aber ausgewachsen 4 Sterne könnte auch heißen, dass er sehr gutes Potenzial hat und noch einen 5. verdienen könnte, wenn ich ihn noch ein bisschen laufen lasse. Das ist immer die Schwierigkeit bei ausgewachsenen 4 Sterne. Also, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Falschen erwische. Ich scanne lieber nochmal. Auf Nummer sicher und so. Ausgewachsen weibliches vorne und er ist hinten. Okay. Der Graue, der hinten steht. Der da. Komm, ihr müsst alle da weg. Geh, hau ab, verschwinde. Es
geht mir jetzt schon wieder auf den Kranz. Ey, als ob die den protecten wollen. Geh da weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jetzt legt er sich wieder hin. Aber das ist ganz gut. Das ist ganz gut. So liegt er nämlich ganz entspannt und da kann ich ihn, von da aus kann ich ihn schießen jetzt. Er liegt nämlich schön breit. Das war, glaube ich, in den Hals. Ah, das war zu weit vorne. Das war, glaube ich, zu weit vorne. Gucken, wo die hinlaufen. Nach da drüben, okay. Das könnte so hier in den Hals gewesen sein. Wisst ihr, was ich meine? Hier so. Da rein. Hier vorne. Hier vorne ist der Treffer. Ja, das ist rot. Eine kleine Menge rot, klar. Die sind jetzt da hinten. Naja, ich versuch's nochmal. Ich habe jetzt auf jeden Fall Wind von vorn. Das heißt, ich kann mich ein bisschen besser annähern. So, da haben wir nochmal. Ausgewachsen. Männlich. 4 von 5 Sternen. 150 Meter. Ich probier's. Hier haben wir getroffen. Mittlere Menge rosa. Sehr gut. Oh, hier sind Dachse. Hallo. Tschüss. So, hier vorne haben wir ihn. Hier vorne haben wir ihn. Und ich hoffe, er hat kein zu gutes Potenzial. Oh mein Gott. So. Ich hab ihn. Ich hab dreimal auf ihn geschossen. Lol. Wann habe ich denn. Warte mal. Pro Hunter 2 habe ich das erste Mal auf ihn geschossen. Der war ganz gut. Aber wann habe ich das denn gemacht? Das muss ja in den Sessions davor gewesen sein. Beim zweiten Mal, das war mein Halstreffer, habe ich ja gesagt. Hier so rein. Schade. Beim dritten Mal dann in den rechten Lungenflügel. Schönes Ding. So, und er hat kein zu hohes Potenzial. Sehr gut. Jagdwertung 4 von 5. Ja, Trophäenwertung auch 4 von 5. Und er hat halt ein Potenzial von 83,19. Der hätte auch keinen fünften Stern verdient. Schön. Und den werden wir jetzt schön einbalsamieren. Ah, schönes Tier. Wirklich top. Nee, der liegt bei mir. Der 4-Sterner liegt. Top, schön. Guckt euch das Ding an. So. Einmal hier ein 5-Sterner, einmal ein 4-Sterner. Schönes Ding. Und mit diesem schönen Bild würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge Way of the Hunter. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, vergesst den Kommentar nicht und das Abo. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao!